So, guten Morgen. Ich mache heute eine kleine Fortsetzung von gestern. Gestern hatten wir die Spannungswandler auf der Platinenrückseite mal so richtig ins Schwitzen gebracht. Und wir haben geschaut von hinten, wie die Spannungswandler entsprechend die Temperatur halten können, wo die Maximaltemperatur liegt und wie das Ganze letztendlich nachher auch auf der Platine aussieht. Also wie sich die Wärme verteilt. Natürlich haben wir nicht gesehen, wie die Spannungswandler eigentlich gekühlt werden. Das haben wir jetzt hier auf der Vorderseite. Wir sehen hier einen Kühlblock, der ist direkt auf diesen Spannungswandlern angebracht. Es ist ein Finnkühlkörper und der direkte Kontakt, also die Kontaktfläche zu den Spannungswandlern, ist diese Heatpipe. Die hat man abgeflacht, die liegt also mit einem Wärmeleitpad direkt auf den Spannungswandlern auf und dann haben wir hier oben diesen Finnenkühlkörper. Die Heatpipe führt hier in einen weiteren Finnenkühlkörper. Der liegt hier unter diesem gekapselten IO-Schild. Und dann ist noch so ein kleiner Sausebraus darunter. So ein kleines Propellerchen. Wir haben ja gestern schon gehört, man hört ihn fast nicht. Kann man also mal so stehen lassen. Wir sehen auch hier, das sind keine Pickel und auch die Heatpipe ist nicht korrodiert. Das ist mein spezieller Messlack. Den habe ich aufgebracht, weil man ja metallische Oberfläche mit einer Wärmebildkamera schlecht messen kann. Es ist noch absolute Ruhe im Büro, denn der Chiller ist aus. Wir haben also auch den Rechner noch nicht im Betrieb. Was wir sehen nichts. Es ist kalt. Wir haben Raumtemperatur, teilweise noch ein bisschen höher, weil ich hatte das Gerät vorhin schon mal an. Jetzt wollen wir sehen, was passiert, wenn ich das Ganze aufheize. Dazu mache ich erstmal eine kleine Pause, schalte alles ein, starte die ganze Software und dann sehen wir weiter. So, der Rechner läuft im Idle. Wir sehen also wunderschön. Es ist nicht viel zu kühlen, wir haben keine große Last. Es ist alles so irgendwo im Bereich kurz über der Raumtemperatur. Ja, wir haben die Platine mit ungefähr 30 Grad. Wir haben die Kühlfin ein klein wenig kühler. Wir sehen unser Heatpipe und wir sehen den zweiten Kühlblock. Und unten drunter ist noch ein bisschen was Warmes auch auf der Platine, aber es ist noch schön kühl. So, das Spielchen mit Prime 95 Alpha X, das kennen wir. 18 Kerne, 36 Threads und ab geht die Luzi. Jetzt schauen wir uns an, was passiert mit den Spannungswandlern, wenn ich jetzt 300 Watt hier durchpulvern muss. Es passiert langsam was. Es wird wärmer und es wird noch ein bisschen wärmer. Aber wir sehen schon, explodieren tut das Ganze erstmal nicht. Das heißt, ich brauche jetzt noch ein bisschen Pause, hol mir noch einen Kaffee, ne, so meinen ersten Guten Morgen-Kaffee. Und dann treffen wir uns hier so in 5 bis 10 Minuten noch einmal wieder. So, den Kaffee habe ich mittlerweile geschafft. Wir werfen einen erneuten Blick auf die Platine und wir sehen, es wird warm. Wir haben ungefähr 78 Grad Celsius jetzt schon im Bereich der Spannungswandler. Na, gestern hatten wir dann so nach einer Viertelstunde bis 20 Minuten 80 Grad. Das kommt also voll hin, deckt sich mit unseren gestrigen Erkenntnissen. Wenn ich mal genau hinsehe, die Platine läuft mit reichlich, also 78,5. Die Kühlfin hier oben, der wärmste Bereich, ist so bei 71,5, ja, Tendenz immer noch ein bisschen steigend. Das heißt, wir haben hier ein Delta von ungefähr 6 bis 7 Grad, manchmal auch ein bisschen drüber. Also einigen wir uns mal so auf 7 Grad. Die obere Abdeckung ist jetzt natürlich nicht ganz so heiß. Man sollte sie aber auch nach Möglichkeit nicht mehr anfassen, weil 65 Grad ist nichts, was meine Finger auf Dauer gerne abmöchten. Die Finnen auf der linken Seite sehen wir, sind hier am Ende ein bisschen kühler, ist aber auch nur 1 Grad. Die Last liegt natürlich hier absolut in der Mitte. Wenn wir uns mal die Heatpipe anschauen, wir sehen unsere zwei Messpunkte. Jetzt sehen wir auch, warum ich die mit Messlack etwas aufgehübscht habe, weil nämlich hier kann ich gar nichts messen. Und würde ich jetzt da mal die Maß drüber tun und gucken, ja. Also man würde jetzt eigentlich mit einer Infrarotkamera knapp 32 Grad Anführungsstrichen messen.
absoluter Schwachsinn. Das Problem ist wirklich, der Emissionsgrad an dieser Stelle ist jetzt nicht bekannt. Er ist auch unabhängig von, also er ist abhängig von der Temperatur und unabhängig von dem, was ich jetzt hier machen will. Ich muss immer mit kalibrierten Messlack arbeiten, damit ich einen gleichmäßigen Emissionsgrad habe. Wir schauen mal. Die Heatpipe ist mit 70 Grad gut im Rennen. Auch hier oben eine ähnliche Temperatur. Wir sehen also, die Heatpipe funktioniert. Und der zweite Kühlkörper, der letztendlich hier hinten auch nochmal von so einem kleinen Gebläselüfter mitgekühlt werden soll, hat ungefähr dieselbe Temperatur wie der große Kühlkörper. Das heißt, die Heatpipe macht genau, was sie soll, nämlich die Abwärme hier hin transportieren. Insgesamt ist diese Kühllösung wirklich okay. Es ist einer der wenigen Heatpipe-Lösungen, die wirklich hundertprozentig funktionieren. Also ich habe auch schon sehr viel Show gesehen. Ich habe natürlich auch schon sehr gute Lösungen gesehen. Das hier bewegt sich wirklich im oberen Messfeld. Damit kann man leben und ich würde es auch auf Dauer so lassen. Wir dürfen auch nicht vergessen, ich bin hier in einem offenen Aufbau. Wir haben keinerlei Luftbewegung. Wenn man es in ein Gehäuse einbaut, hat man ja immer noch seine Gehäuselüfter drin. Dann würde das Ganze noch mal etwas kühler werden, weil letztendlich auch der Airflow im Gehäuse hilft, ein bisschen mit diese Spannungswandler hier zu kühlen. Dafür, dass wir überhaupt keine Luft hier ringsherum haben, sind die Temperaturen wirklich gut. Das Einzige, was mich jetzt nervt, ist wieder der Chiller und deswegen verabschiede ich mich jetzt an dieser Stelle mal kurz und wir sehen es gleich nochmal. So, die Endtemperatur von 80 Grad haben wir erreicht. Was jetzt aussieht wie ein Glühwürmchen, ist absolut im grünen Bereich. Also mit diesem Mainboard wird man wahrscheinlich thermisch im Bereich der Spannungswandler definitiv keine Probleme haben. Mein einziges Problem ist, heute ist Montag, Start in eine neue Woche. Schauen wir mal, was uns diese Woche so alles bringt. Der Tag kann ja nur besser werden. Also in dem Sinne, ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Haltet die Ohren steif, macht was draus. Tschüss.